Bremsscheibe mit der... Boah, das ist doch so beschissen. Ich war sogar kurz davor zu sagen, ich habe die Schnauze wirklich voll, ständig irgendwelche Sachen zu tauschen, nur um zu gucken, ob es wirklich funktioniert. Und willkommen auf der Casting Couch. Wer den Spruch verstanden hat und jetzt schmunzelt, ich weiß, dass du Schmuddelfilme guckst. Also wenn mir das auf der Nordschleife in echt passiert, was gerade auf der PlayStation passiert ist, dann wird es länger kein Video von mir geben. Oh, jetzt fällt mir erst auf, dass über mir noch Marquez hängt. Das ist noch von früheren Zeiten, ich bin gar kein Marquez-Fan mehr. Nee, das nervt mich jetzt. Du kriegst keinen Support mehr von mir. Na. So. Ja. So, besser. Ich habe euch was mitzuteilen. Und zwar geht es wieder um das Thema Bremsen. Ich könnte den Channel bald auch Sockis Bremsen-Corner nennen. Denn scheinbar habe ich euch wirklich viel zu erzählen, was die Thematik betrifft. Ich hatte vor, zwei Themen in ein Video zu packen. Das wird aber viel zu lang. Deswegen werde ich das splitten. In einem anderen Video werde ich euch die Basics erklären, beziehungsweise wir sprechen über eine Bremsscheibe. Klingt erstmal einfach, aber da steckt viel hinter. Was bedeutet innen belüftet, außen belüftet, was bedeutet überhaupt belüftet? Was passiert mit der Thermik, der Wärme bzw. Kältestrom? Wie funktioniert eine Kühlung? Wie baut man die optimale Kühlung für die Bremse? Was steckt dahinter? Das schieben wir alles in ein anderes Video. Heute geht es um meinen konkreten Fall, aber die Info bin ich euch schuldig, denn ich habe mein Bremsensetup immer relativ gut besprochen und versteht diesen Titel nicht falsch. Ich möchte weder Peggett noch Brembo schlecht reden. Die Produkte sind an sich gut, aber in meinem Fahrstil hat sich was geändert und dementsprechend muss ich mein Setup anpassen. Damit euch das nicht passiert, haue ich lieber schnell ein Video raus und schiebe das Video davor, damit ihr gegebenenfalls euch richtig entscheidet, wenn ihr euch ein neues Setup zulegt. Was bin ich bisher gefahren? Bremsbeläge, Vorderachse Peggett RSL1, Hinterachse RSL29 und relativ günstige Brembo Sportmax Bremsscheiben geschlitzt. Das Setup lief erstaunlich gut, auch bei extrem hohen Temperaturen. Was mir auf der Nordschleife passiert ist, das könnt ihr euch zwei Videos davor anschauen. Ich packe den Link in die Beschreibung. Da habe ich mir die Bremsscheiben krumm gefahren aufgrund eines Unfalls vor mir. So, davor lief das Setup wirklich verdammt gut. Warum habe ich RSL1 vorne? Aus dem ganz einfachen Grund der Lieferbarkeit. Ich wollte rundherum RSL29 fahren, allerdings waren die für die Vorderachse nicht lieferbar. Ich habe zu den RSL1 gegriffen. Die RSL1 Bremsbeläge von Peggett sind sehr aggressiv, haben einen extrem hohen Reibwert und sind auch nicht besonders schonend zu der Scheibe. Das wurde mir auch in dem Shop so erklärt. War mir, um ehrlich zu sein, relativ egal, denn die Brembo Bremsscheiben, die Sportmax, die geschlitzten, sind für mein Auto ziemlich günstig. Für einen Durchmesser von 325 mm zahle ich für die Vorderachse nur 120 Euro. Da kann ich ruhig jede Saison einen Satz vorne tauschen. Finde ich nicht besonders teuer. War mir auch egal. Aber ich stehe vor einem anderen Problem. Und zwar habe ich, nachdem ich mir die Scheiben krumm gefahren habe, auf der Nordschleife nagelneue Scheiben draufgepackt, habe die ordentlich eingebremst, bin nach Assen gefahren auf einem Trackday. Die Außentemperatur lag bei 25 Grad in Assen. Finde ich warm, aber relativ human. Da gab es deutlich schlimmere Fälle wie in Oschersleben und da hat die Bremse auch super gehalten. So, jetzt sind meine Scheiben schon wieder krumm nach nur einem Trackday-Einsatz.
Interessanterweise lief es im ersten Stint gut. Im zweiten Stint habe ich schon ein leichtes Schlagen gemerkt, hatte allerdings deutlich bessere Rundenzeiten. Im dritten Stint sind meine Rundenzeiten nochmal um 3 Sekunden gefallen und nach dem Stint waren die Bremsen komplett krumm. Dazu muss ich sagen, ich hatte keine Zwischenfälle, keinen Unfall. Ich hatte eine Einführungsrunde, hatte immer mindestens eine, wenn nicht sogar 2 Cooldown-Laps. Das heißt, die Bremse wurde nie knackig heiß abgestellt. Die Bedingungen für die Bremse waren in diesem Fall wirklich gut. Dennoch sind die Scheiben krumm. Nun habe ich ein wenig recherchiert und auch viel darüber nachgedacht, was denn der Grund sein könnte. Und zwar werfe ich folgende Vermutung in den Raum. Mein Fahrstil hat sich geändert. Es gibt einen Bereich, wo man unsicher auf der Strecke ist. Das heißt, man ist lange auf der, man steht lange auf der Bremse, bereitet die Kurven lange vor, bremst nicht knackig. Das hatte ich auf der Nordschleife, sonst auf den anderen Tracks eher nicht. Wenn das der Fall ist, ist es eine enorme thermische Belastung für die Bremse. Die Hitze baut sich auf und hat nicht viel Zeit, sich abzukühlen. Durch das lange Schleifen ist die thermische Entwicklung natürlich enorm. Das ist der eine Fall. Auf der Rennstrecke in Assen war das bei mir nicht der Fall. Ich habe wirklich punktuell und sauber gebremst. Sieht man noch an meinen Rundenzeiten, die sind wirklich konstant gefallen. Dann gibt es den zweiten Fall. Und zwar ist man einfach schneller unterwegs. Ich bremse in diesem Fall zwar punktuell, aber ich muss eine viel höhere Geschwindigkeit abbremsen. Das heißt, wenn meine Rundenzeiten fallen, bin ich auch vor der Kurve viel schneller. Ich muss viel mehr Geschwindigkeit abbremsen. Das Gewicht ist ja konstant. Dementsprechend ist die thermische Belastung wieder relativ hoch. Also, meine Vermutung, ich habe mich bisher in einer Grauzone bewegt, wo ich zwischen langem Schleifen und wirklich schnell sein auf der Rennstrecke war. Da hat mein Setup grandios funktioniert. Jetzt bewege ich mich eher im zweiten Fall. Das heißt, meine Rundenzeiten fallen, aber die Bremsscheiben machen das nicht mehr mit. Was heißt das für mich? Ich möchte nicht sagen, die ESL1-Belege sind schlecht. Auf gar keinen Fall. Ich möchte auch nicht sagen, dass die Brembo-Bremsscheibe schlecht ist. Aber die Kombination harmoniert nicht miteinander. Ab einem bestimmten Level an Fahrerskills. Wie gesagt, ich hatte lange Zeit keine Probleme. Jetzt, wo ich etwas schneller bin, treten die Probleme plötzlich auf, trotz guter Bedingungen. Dazu würde ich sagen, dass die Bremsscheibe die schwächere Komponente der beiden ist. Denn der ESL1 ist ein relativ aggressiver Bremsbelag und gibt scheinbar auch viel Wärme an die Scheibe weiter. Und da kommt die Scheibe einfach nicht mit. Aber es muss sich was tun, denn ich kann nicht nach jedem Trackday mit krummen Scheiben nach Hause fahren. Jetzt habe ich mir BMW Compound-Scheiben gekauft. Das sind zweiteilige Scheiben mit einer radialen Lagerung. Das heißt, diese Bremsscheibe erlaubt es dem Reibring, sich bis zu einem bestimmten Grad auszudehnen, ohne dass wir eine bleibende Verformung haben. Das heißt, die Grenze, in der wir von der elastischen zur plastischen Deformation uns bewegen, verschieben wir weiter nach hinten. Heißt, wir bleiben etwas länger in der elastischen Deformation. Heißt, dass wir beim Abkühlen wieder in den Ausgangszustand zurückkehren. Bei der plastischen Deformation haben wir eine bleibende Deformation der Bremse, wie das bei mir der Fall ist. Dann müsst ihr die abdrehen und so weiter. Ich bezeichne die jetzt erstmal als kaputt. Um ehrlich zu sein, möchte ich dieses Risiko nicht noch einmal eingehen. Deswegen habe ich mir andere Bremsbeläge gekauft, die auch noch schonender zu der Scheibe sind. Es ist für mich einfach zu riskant, dass ich mir die neuen BMW Compound-Scheiben wieder kaputt fahre, um euch dann zu sagen, hey, es ist der SL1-Bremsbelag. Diese Tests sind für mich natürlich relativ kostenintensiv und zeitintensiv und mit viel Aufwand verbunden, da ich alles wieder tauschen muss. Also werde ich beide Komponenten tauschen und euch dann wieder ein Feedback geben. Ich gehe stark davon aus, dass es dann funktionieren wird. Ich war sogar kurz davor zu sagen, ich habe die Schnauze wirklich voll, ständig irgendwelche Sachen zu tauschen, nur um zu gucken, ob es wirklich funktioniert. Aber zu Beginn meiner Videos habe ich mal erwähnt, dass das jeder kann, der ein relativ großes Budget hat. Sprich, man kauft sich einfach das Teuerste und greift in das exklusive Regal und dann ist es klar, dass es funktioniert. Das war nicht der Anspruch. Der Anspruch war, dass ich ein Setup finde, dass man mit der Serienbremse klarkommt und in dem Fall auch wiederum Geld spart. Denn eine komplette Bremsanlage mit 6 Kolben oder 4 Kolben oder wie auch immer ist natürlich sauteuer. Und im nächsten Video steigen wir ein bisschen tiefer ein in die Technik und ich erkläre euch, was passiert eigentlich mit so einer Bremsscheibe, wenn sie so stark belastet wird. So, ich denke, die Message ist angekommen und ich hoffe, dass ich nun endlich ein Setup gefunden habe, was stabil funktioniert. Ich habe keine Lust mehr, ständig Sachen zu tauschen. Und ein Setup, was über eine größere Bandbreite funktioniert.
für die, die etwas länger auf der Bremse stehen, für die, die etwas schneller sind und natürlich für die Grauzone dazwischen. Und klar, bei solchen Zwischenfällen wie auf der Nordschleife kann man nichts machen. Wenn man auf einer knackig heißen Bremse stehen muss aufgrund des Unfalls, dann ist das so. Aber für alle anderen Fälle finde ich für euch, für uns die passende Lösung.